liebe Leute, lasst euch sagen, 7 Uhr hat schon lange geschlagen. Bietet Feuer und Licht, damit die Linz kein Unglück schicht. Wer Linz von seiner mystischen und dunklen Seite kennenlernen möchte, sollte sich einen Rundgang mit dem ersten Linzer Nachtwächter nicht entgehen lassen. Das Lustige daran ist, ich habe dann quasi gedacht, dass mehr Touristen mitgehen, aber es sind ca. 80% Linzer oder Linz-Umgebung, die mitgehen. Und bis jetzt habe ich schon eine gute Zahl, über 2000 Personen alleine durch Linz geführt. Auf seinem Streifzug durch die Altstadt entführt er mit allerlei abenteuerlichen Sagen und Spukgeschichten in das mittelalterliche Linz. Wenn wir hier stehen, verspüren Sie auch immer, auch wenn es in Linz windstill ist, einen kleinen Luftzug, der hier schwebt. Im Mittelalter wurde ja ganz einfach erklärt, da war niemand anderer, der Teufel höchstpersönlich schuld. Denn er machte sich die größten Spaße, sonntags auf dieser Fensterbank bei dem Palais zu sitzen, die Kirchengeher zu beobachten, und er liebte es vor allem, alte Nonnen zu erschrecken und sie rund um die Kirche zu jagen. Man fällt auf. Man will laufend fotografieren und die Linzer schließen sich teilweise auch an, auch die Touristen. Und man fällt direkt auf ein bisschen. Und wie ist so das Interesse bei Jugendlichen oder Kindern? Sehr gut sogar. Also ich habe inzwischen auch schon Schulklassen geführt, die sehr interessiert daran waren. Der spannende Laternenrundgang dauert etwa eine Stunde und endet mit einem Nachtwächtermahl im Gasthof Goldener Anker. Neben schmackhaftem Essen wird dort nochmal eine große Portion Gänsehaut serviert. Ha 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 ha!